Ein Rundflug durch zwei Jahrzehnte erwartete die Besucher des Güstrower Theaters am Sonnabend. Eingeladen zu einer bunten Revue hatte Maria Juliane Paaschen mit ihren Tanzschülern. Aber nicht nur derzeitige Schüler gestalteten dieses gut einstündige Programm, sondern auch 10 Ehemalige ließen es sich nicht nehmen, auch aktiv dabei zu sein. Da lebte der Mambo No. 5 wieder auf, bevor das Ballett Fantasie von 2005 gezeigt wurde. Aber auch die Ouvertüre zu den 4 Jahreszeiten aus 2012-2013 und die Pinguine von Mary Poppins durften nicht fehlen. Mutig zeigte Katrin Lubowski-Krumm einen Solotanz zur Musik über die Liebe. Die inzwischen zweifache Mutter hat in den vergangenen Jahren einige Babypausen eingelegt, aber die Freude am Tanzen nicht verloren. Dieser Auftritt war auch für sie etwas Besonderes, denn die Zeit fürs Training ist knapper geworden. Dass ich aktiv eigentlich noch bei bin, aber die Trainingseinheiten halt nicht einhalten kann, aber die letzten 2 Tage richtig intensiv mitgemacht habe. Ja, und mich gefreut habe, dass ich auch dabei sein darf. Also es war ein tolles Gefühl. Einfach so mit den Leuten wieder, auch viele, mit denen ich angefangen habe teilweise hier zu sehen. Und war schön. Ich muss das erstmal sacken lassen. Auch die Jubilarin selbst, die mittlerweile seit 20 Jahren die Tanzgeschichte der Kreismusikschule Güstrow schreibt, tanzte mit. Beispielsweise zeigte sie einen Charleston aus einer Benefizveranstaltung von 2009 zusammen mit Christine Eiserle. Maria Juliane Paaschen schaut auf die Jahre ihres Einsatzes in Güstrow gern zurück. Ich erinnere mich an alles und das ist das Erstaunliche, dass auch alle, sich alle Tanzmäuse an alles erinnern. Und sobald die Musik angeht und ja, da wissen wir Bescheid, ne? Und also man kann das gar nicht so auf einen Punkt bringen, weil jedes Jahr anders war und das halt eben den Reiz ausmacht. Und wenn man das so auf den Punkt sieht, diese 20 Jahre, wie unterschiedlich doch die Arbeit ist und trotzdem die Mädels alle so gleich, ne, gleich aussehen, das ist irgendwie ein ganz toller Moment. Also deswegen kann ich gar nicht sagen, an was besonders ich denke, sondern irgendwie so an alles, die ganze Arbeit, die sich entwickelt und Bestand hat. Das Finale, das mit Ein Hoch auf uns eingeleitet wurde, kann Maria Juliane Paaschen auch auf sich beziehen. Es ist eine Leistung, so viele Schüler und Tänzer immer zu einem Ganzen auf der Bühne zu vereinen, eine passende Choreografie zu erarbeiten und ihnen die Freude am Tanzen zu erhalten. Ulrike Benöhr als Leiterin der Kreismusikschule hob den unermüdlichen Fleiß und die Kreativität der Tanzpädagogin hervor. Die bewies Maria Juliane Paaschen auch am Sonntagnachmittag, als ihre jetzigen Tanzschüler ihre Jahresarbeit zeigten und damit ihr Können unter Beweis stellten. Die 2 Absolventinnen, Luisa Lüth und Valentina Prange, die werden morgen durch die Geschichte führen, Bilder einer Vorstellung. Und das ist aber auch so zusammengesetzt von den Gedanken her, dass es einen Rückblick auf die 20 Jahre gestaltet. Da haben wir aber mehr die Möglichkeit, die Inszenierung nochmal in Form und Farbe und Kostüm und Tanz zu zeigen. Angefangen vom Märchenballett Schneekönigin von 2006 und Don Röschen, das 2004-2005 auf dem Plan stand, ging es weiter mit Träumereien. Durch alle Bilder führten die beiden Absolventinnen, die damit ihre Tanzausbildung in Güstrow beenden werden. Für sie war diese Reise durch die Jahre also auch noch einmal ein Rückblick auf die Zeit mit ihrer Tanzpädagogin. Doch Maria Juliane Paaschen will natürlich auch in den kommenden Jahren ihre Spuren in Güstrow hinterlassen. Auf jeden Fall jedes Jahr am Schuljahresende eine Inszenierung zu machen und die Tanzmädels auf die Bühne zu bringen, weil das ist das, was sie wollen. Die kommen jeden Tag, proben und machen, sind engagiert, denken mit. So darf man sich freuen, was die Tanzpädagogin in den nächsten Jahren auf die Bühne bringen wird. Beim diesjährigen Abschluss am Sonntag waren immerhin 61 Tänzerinnen und Tänzer dabei. Einige waren krankheitsbedingt ausgefallen. Doch dies kompensierten die anderen. Auch das ist eine besondere Leistung, dass solche Ausfälle nicht ins Gewicht fallen und mit anderen Tänzern die Lücke geschlossen werden kann.